klar. Ich habe ja gerade beschrieben, dass es unterschiedliche befristete Verträge gibt, dass wir Einjahresverträge haben, Halbjahresverträge oder auch 8 Monate. Das ist immer sehr abhängig auch von der unterschiedlichen Situation. Und ich habe auch gerade angesprochen, dass es natürlich gibt, dass es 2 Halbjahresverträge gibt, aber dann trotzdem in den Sommerferien sozusagen das Gehalt weitergezahlt wird. Aber das ist immer sehr unterschiedlich von Fall zu Fall. Das kann man jetzt so pauschal nicht beantworten. Vielen Dank. Dann kommen wir nunmehr zur laufenden Nummer 6 des Kollegen Dennis Buchner von der SPD-Fraktion. Fanmeile zum Champions League-Finale. Bitte schön, Herr Kollege. Ich frage den Senat. Erstens, trägt der Senat bei der Fanmeile anlässlich des Champions League-Finales am 25. Mai auf der Straße des 17. Juni ein finanzielles Risiko? Zweitens, gibt es spezifische Pläne für den Umgang mit den 2 zu erwartenden unterschiedlichen Fanlagern? Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrter Kollege Buchner, zur Frage 1. Nein, die Einrichtung der Fanmeile und das Public Viewing erfolgen auf alleiniges finanzielles Risiko von Veranstalter und Sponsoren. Und die zweite Frage, spezifische Pläne im Umgang mit den 2 zu erwartenden unterschiedlichen Fanlagern. Für den Schutz der Veranstaltung im Bereich der Direktion 3 findet eine individuelle anlassbezogene Planung unter Berücksichtigung der zu erwartenden unterschiedlichen Fanlager statt. Und hierbei werden natürlich die Erfahrungen zurückliegender, gleichgelagerter Veranstaltungen genutzt, bei denen es ja immer wieder mal ebenfalls unterschiedliche Fanlager gab. Herr Kollege Buchner, bitte schön für die erste Nachfrage. Ja, dann frage ich nochmal umgekehrt. Es kann ja nicht nur ein finanzielles Risiko ins Negative geben, sondern hat das Land Berlin oder der Bezirk Mitte etwas davon, dass eine kommerzielle Fanmeile eingerichtet wird? Finanziell. Bitte schön, Herr Senator. Herr Kollege Buchner, das, was an finanziellen Zuschüssen letztlich oder Mehreinnahmen auf das Land Berlin kommt, bezieht sich dann nach meiner Kenntnis allerhöchstens aus den Einnahmen für die Sondernutzung öffentlichen Straßen. Weitere Nachfragen haben wir nicht. Dann kommen wir nunmehr zur laufenden Nummer 7 des Kollegen Stefan Lenz von der CDU-Fraktion. Verfassungstreue von Milli Görisch. Bitte schön, Herr Kollege. Ich frage den Senat, wie bewertet der Senat die Verfassungstreue von Milli Görisch in Berlin? Und zweitens, erhält Milli Görisch Zuwendungen seitens des Senats oder aus anderen öffentlichen Kassen? Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Lenz. Bei der Islamischen Gemeinschaft Milli Görisch handelt es sich um eine Organisation, die in ihrer ideologischen Ausrichtung auch Ziele verfolgt, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Die islamistische Ausrichtung der IGMG geht auf das politische Konzept von Erbakan zurück, das dieser 1973 in dem gleichnamigen Buch Milli Görisch, also übersetzt nationale Sicht, veröffentlichte. Erbakans Ziel war es, die türkischen Bürger unter dem Dach von Nationalismus und Islamismus zu einem und in der Türkei einen islamistischen Staatswesen zu errichten. Als politisches und gesellschaftspolitisches Ordnungsmodell propagierte er eine gerechte Ordnung, in welcher die Scharia gilt und politisches Handeln sich an den Prinzipien von Koran und Sunna orientiert. Erbakan lehnte wesentliche rechtsstaatliche Prinzipien wie Volkssouveränität und Parteienpluralismus als unvereinbar mit der sogenannten gerechten Ordnung aus seiner Sicht ab. Er forderte einen Systemwechsel nicht allein in der Türkei, sondern in der gesamten Welt. In ihren offiziellen Verlautbarungen präsentiert sich die IGMG als eine auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehende Organisation, die sich für den Dialog zwischen türkischen Muslimen und der deutschen Gesellschaft einsetzt. Auch der Berliner Landesverband, dessen Vorstand von der IGMG-Zentrale ernannt wird, zeigt durch Teilnahme an zahlreichen sozialen Projekten Dialogbereitschaft. Zur zweiten Frage. Der Senat geht davon aus, dass die IGMG, zumal als eine in den Jahresberichten aller Verfassungsschutzbehörden erwähnte Organisation, nicht direkt mit öffentlichen Mitteln begünstigt wird. Allerdings zählt die Organisation diverse Einrichtungen zu ihrem Einflussbereich
und beteiligt sich, wie in der Beantwortung zur ersten Frage, an zahlreichen sozialen Projekten, die möglicherweise auch aus öffentlicher Hand gefordert werden. Aus diesem Grund kann eine Partizipation an diesen Fördermaßnahmen jedenfalls heute und von mir an dieser Stelle nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Kollege Lenz? Nein, dann kommt die nächste Nachfrage vom Kollegen Buchner. Das ist noch eine Wortmeldung von vorhin, oder genau dann Herr Tasch. Bitte schön. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Henkel, danke für die Ausführungen. Sind Ihnen eventuell auch Kontakte der CDU zu der Berliner Milli Görüs bekannt? Ist Ihnen bekannt, dass der ehemalige Pressesprecher bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen von der CDU aufgestellt worden ist, Herr Ertan Taşkıran? Bitte schön, Herr Senator Henkel. Dass der von Ihnen benannte kandidiert hat, ist mir wohl bekannt. Inwieweit es Bezüge gibt, das kann ich Ihnen allerdings nicht beantworten. Die sind mir nicht bekannt. Vielen Dank. Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 8, der Kollegin Anja Kofbinger von den Grünen. Streichung bei Balance- und Lesbenberatung ist rechtswidrig. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat. Billigt der Senat die Streichung von jeweils 15.000 Euro bei den Projekten Balance- und Lesbenberatung im laufenden Jahr, obwohl verbindliche Zuwendungsverträge existieren? Und zweitens, welche sachlichen Gründe führt der Senat für die Streichung der Gelder bei der Lesbenberatung an? Oder ist dies eine Reaktion auf den drohenden Ausschluss der CDU vom diesjährigen CSD? Herr Senator Chaya, bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, Frau Abgeordnete Kofbringer, Sie wissen, dass auf Antrag aller Fraktionen im März 2012 eine Anhörung im Abgeordnetenhaus zur Situation obdachloser Frauen in Berlin durchgeführt wurde. Es wurde thematisiert, dass der überwiegende Teil wohnungsloser Frauen unter gravierenden psychischen Problemen oft infolge von Gewalterfahrungen leidet. Die GBWG GmbH stellte in der Anhörung ein seit 2009 aus Stiftungsmitteln finanziertes Modellvorhaben vor, in dem eine Psychologin in der ASOG-Einrichtung Frauen bedacht beschäftigt wurde, dessen Finanzierung jedoch auf das Jahr 2012 begrenzt war. Die Realisierung bzw. Weiterführung dieses Projekts wurde von Abgeordneten aller Fraktionen sehr befürwortet und gefordert. Auch der Ausschuss für Integration, Arbeit und Frauen äußerte sich in dieser Weise im September 2012. Dennoch wurden keine Mittel für die Förderung des Projekts in den Haushalt eingestellt. Stattdessen hat der Hauptausschuss beschlossen, dass die Finanzierung durch Mittelumschichtungen aus den Förderprogrammen Integriertes Gesundheitsprogramm IGP und Integriertes Sozialprogramm ISP zu je 50% für die Förderung des Projektes für 2013 zu realisieren ist. Während aus dem Integrierten Sozialprogramm 30.000 Euro aufgrund einer besonderen Projektkonstellation erbracht werden konnten, waren im IGP alle Mittel in der Finanzierungsplanung bereits gebunden. Deswegen wurde entschieden, die Zuwendung 2013 um jeweils 15.000 Euro bei den Projekten Familienplanung, Balance, Beratungs- und Versorgungsstelle und der von Ihnen eben beschriebenen Lesbenberatung, psychosoziales Beratungszentrum für Frauen und transidente Menschen zu kürzen. Diese Projekte wurden nicht aus inhaltlichen Erwägungen gewählt. Beide Projekte arbeiten engagiert und leisten einen wichtigen Beitrag für die psychosoziale und gesundheitliche Betreuung ihrer Zielgruppen. Vielmehr wurden sie gewählt, weil sie zu den am höchsten geförderten Projekten im Handlungsfeld besondere gesundheitliche Handlungsbedarfe gehören und daher davon ausgegangen werden kann, dass diese Kürzungen die Projekte nicht substanziell gefährden, auch wenn Leistungskürzungen in Kauf genommen werden müssen. Zuwendungsrechtlich ist zu bemerken, dass beide Projekte, wie alle anderen IGP-Projekte eben auch, einen vorläufigen Bescheid für den Zeitraum Januar bis Juni 2013 hatten. Der endgültige Zuwendungsbescheid kann erst nach Vorliegen des Verwendungsnachweises für das Vorjahr erlassen werden. Auf die Gewährung einer Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch und im Bescheid wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewilligung nicht geschlossen werden kann, dass aus der Bewilligung nicht geschlossen werden kann, dass auch in künftigen Haushaltsjahren oder in dem nächsten halben Jahr mit einer Förderung im bisherigen Umfang gerechnet werden kann. Die Zuwendung, also die Kürzung dieser Zuwendung, ist also entgegen
der in ihrer Überschrift verwandten Begrifflichkeit rechtswidrig nicht rechtswidrig, sondern entspricht dem üblichen Verfahren in den gedeckelten Programmen IGP und ISP. Es war also die Entscheidung des Parlaments und auch Ihre Entscheidung, die diesen Parlamentsbeschluss mit herbeigeführt haben. Das Parlament hat den Auftrag erteilt, eine Kürzung im IGP und im ISP vorzunehmen. Innerhalb des ISPs waren vorhandene Projektmittel noch frei. Das ist in einem gedeckelten IGP-System nicht der Fall. Sie selbst haben also diese Kürzung beschlossen. Frau Kollegin Kufbinger, wollen Sie eine Nachfrage stellen? Dann haben Sie ja, selbstverständlich. Also Sie haben da vergessen, die zweite Frage zu beantworten, aber das können Sie ja vielleicht mit meiner Nachfrage gleich noch machen. Das würde mich sehr interessieren, weil uns dann natürlich doch die zeitliche Nähe zwischen Streichung bei der letzten Beratung und der drohende Ausschluss der CDU vom CSD sehr aufgefallen ist. Aber gut, lassen wir das mal sein. Ich finde Ihre Antwort zynisch, dass wir es selber beschlossen hätten. Sie wissen genau, dass die Intention immer war, natürlich aus rücklaufenden Mitteln diese Stelle, die dringend benötigte und wichtige Stelle für obdachlose Frauen in dieser Stadt zu nehmen. Es hat natürlich auch den Hintergrund, dass Sie kein Gender Budgeting machen in Ihrem Bereich. Aber gut. Wollen wir eine Gemeinsamkeit feststellen, und das ist ja wohl die, dass wir beide, Herr Chaya und ich, es unerträglich halten, dass hier in Millionenhöhe jeden Monat Beton verbaut wird und sich letzten Endes hier die soziale Infrastruktur mit den Krümelchen abfinden muss. Und deshalb frage ich Sie noch mal ganz konkret nach. Stimmt es denn, denn das meiste Geld bekommen Lesbenberatung und Balance keinesfalls, wie Sie wissen, stimmt es denn, da die Streichungen weder sachgemäß noch zweckmäßig sind, dass sie gestrichen wurden, weil es Frauenprojekte sind. Es wurde Geld für Frauen verwandt, nämlich für obdachlose Frauen, und deshalb wurden die Streichungen auch bei zwei Frauenprojekten vorgenommen. Herr Senator Chaya. Also zunächst die Entscheidung bei zurücklaufenden Mitteln, das ist innerhalb des ISP möglich. Im IGP gab es keine zurücklaufenden Mittel, und dies wurde auch im Rahmen der Haushaltsberatung und im Rahmen der Beantragung ihrer Umschichtung immer deutlich formuliert. Das heißt, den Abgeordneten war klar, aus welchem Handlungsfeld dann Kürzungen vorzunehmen sind, nämlich die besonderen gesundheitlichen Bedarfslagen. Das Zweite ist, es handelt sich bei beiden Projekten um die am besten finanziertesten Projekte in diesem Handlungsfeld. Und dahingehend ist diese Kürzung auch vorgenommen worden. Drittens, normalerweise ist es so, dass es einen Lenkungskreis gibt, gemeinsam mit der Liga, der diese Maßgaben vorgibt. Das war aber aufgrund der Kürze der Zeit und Ihres Beschlusses so nicht möglich, sodass die Operative selbst an dieser Stelle diejenigen, die jetzt die Zuwendung durchführen, nämlich die Mitarbeiter beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, einen Vorschlag unterbreiten, diesen Vorschlag fachlich begründen, und wir als Verwaltung sind diesem Vorschlag auch gefolgt. Es ist also nicht so, dass es Frauenprojekte gekürzt wurden, weil an anderer Stelle ein Frauenprojekt notwendig war, sondern weil das Parlament einen Auftrag erteilt hat, das Handlungsfeld definiert hat und wir danach eine Schwerpunktsetzung vorgenommen haben. Das genderpolitische Rahmenprogramm der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales existiert, und dieses wird auch weiter fortgeführt. Also die Fragestellung zur Verschiebung von frauenpolitischen Schwerpunkten, den kann ich in Ihren Ausführungen nicht nachvollziehen. Der bleibt unverändert gleich. Herr Kollege Magalski zur zweiten Nachfrage. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Senator, könnte es denn sein, dass die Streichung der Zuwendungen federführend durch den Staatssekretär außer Diensten Büge veranlasst wurden und dass diese Entscheidung...